Ich habe eine sehr tiefe Verbindung zu Menschen und vor allem zu Natur. Und ich liebe es total, meistens fernab jeder ausgetretener Pfade, mich draußen zu bewegen. Und da finde ich auch Inspiration. Dann habe ich auch innere Bilder, die da aufsteigen. Und das ist genau das, was ich dann vor mir sehe, was ich auch umsetzen möchte. Was ich gestalte, versuche ich in Interaktion zu gehen mit der Umgebung, aber vor allem mit dem Betrachter. Dabei frage ich mich schon manchmal, ob der Mensch aus der Vergangenheit lernen kann. Und wenn ich dann meinen Gedanken weiter freien Lauf lasse, dann komme ich auf das Thema Draht als Arbeitsmaterial, um meinen Gedanken Form zu geben. Weil der Draht ist beliebig formbar. Der Draht ist eben auch das, was mich überleben wird. Wenn ich mir meine Objekte vorstelle, dann sehe ich metallisch große schimmernde Objekte, die wie eine Wolke vom Himmel schweben. Und das, was ich versuche auszudrücken, beginnt in der Zukunft und endet im Hier und Jetzt. Und deswegen heißt es auch, es war einmal. Nun lebe ich ja in meiner Wahlheimat Unkel und habe ein altes Gebäude gefunden, mitten im Ortskern. Das Gebäude heißt die Löwenburg. Und diese Löwenburg war mal ein Ausflugsziel und ist nun dem Verfall komplett ausgeliefert. Und hier habe ich eben meine Gedanken inszeniert in Neon Pink. So erzähle ich die Geschichte wie ein Märchen weiter, was in Natur beginnt und im urbanen Raum endet. Ja, das ist meine Geschichte und die beginnt auf der Wiese mitten in der Natur. Und ich weiß, dass ich diese Geschichte unbedingt weitererzählen möchte. Und ich werde das in einzelnen Etappen auch tun. Und es ist meine kreative Reise und auch vor allem meine persönliche Botschaft in die Welt. Und die möchte ich mit so vielen Menschen wie möglich teilen, am liebsten überall auf der Welt. Venedig ist für mich das melancholische Sinnbild einer urbanen Vergänglichkeit und ist eine weitere Station auf meinem Weg. Ein Ort der Kunst, des Ausdrucks, der Zusammenkunft von Menschen so wichtig ist, um diese Botschaft eben genau an diesem Ort weiterzuerzählen. Und davon wird es noch viele Stationen geben. Vielleicht wird es in der Zukunft jemanden geben, der an einer Wiese vorbeiläuft, auf der eine meiner Drahtwolken sich befindet. Und der bei Betrachtung die Inspiration hat, darüber nachzudenken. Und vielleicht hört er dann auch das, was ich so höre, nämlich, es war einmal.